Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. In der ersten Folge hatten wir nur Scheiße. Also in der vorletzten Folge. In der letzten Folge hatten wir Rache. Und die Stadt und der Heiligbaum, den man jetzt gesehen hat. Und in dieser Folge weiß ich nicht, was passieren wird. Kann man das so sagen? Ich würde gerne den Fluss entlang latschen. Einfach mit dem Pferd, zack, den ganzen Fluss bis zum Ende. Und wir starten einfach von hier aus, vom Ende quasi. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Weil wir haben ja hier schon einiges erkundet. Den Typen haben wir schon gekillt, den brauchen wir nicht nochmal zu killen. Weil wir kommen jetzt auch genau in die Grenze. Das ist eigentlich sehr gut von zwei Gebieten. Natürlich. Meine FPS droppen gerade. Ich weiß nicht warum. Ach du Scheiße, Hilfe! 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 Ja, ja, das Pferd ist halb tot. Ist klar. Du Scheißvieh. Ich hab die Seite nicht bekommen. Ach du Scheiße. Okay, wir sind aber immerhin drin. Nein, 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 nein! Glockenvieh haben wir gekillt. Zum Glück, weil die FPS-Drops kann ich mir nicht erlauben. Ja, das geht nicht. Wir wollten eigentlich gar nicht hier hin, weißt du, aber jetzt sind wir halt schon hier. Aktivieren werde ich es nicht. Ich werde es mir einfach markieren. Nein, du sollst einfach nur. Ich mache mal hier sowas. Dann weiß ich, okay, das ist ein Mausoleum. Achso, die kann ich ja nicht hier drin rufen. Ja, ich kann jetzt nicht mehr erlauben, dass hier die ganze Zeit diese komischen Dinge rumfliegen und mich da wegjieten. Ich meine, die machen ja auch unglaublichen Schaden. Okay, warum Fernkampf versuchen? Das finde ich schon scheiße. Hochstraße raus. Achso, da. Wir könnten ihn auch vergiften, ne?
bedenkt, ne, dass das Vieh einfach mal über 22.000 Leben hat. So, what the fuck einfach. Okay, hier ist ein wertvolles Objekt. Oh, wahrscheinlich nichts. Naja, okay. 13er Rune kann man machen. Aber damit haben wir den Teil gecleared. Ist auf jeden Fall sehr gut, das nach unten zu nehmen, das Vieh. Wie sieht es eigentlich mit dem Pferd aus? Ach, das sehe ich natürlich nicht. Komm, kriegst mal eine Ruhe. Wenn du es nicht verdient hast, aber egal. Ich habe übrigens gar nicht gemerkt, dass der Fluss eingefroren ist. Ich dachte, das wäre einfach Wasser. Aber nö. Der Fluss ist sehr, sehr groß. Und ich glaube nicht, dass hier viel sein wird. Deswegen werden wir wahrscheinlich einfach nur durchrushen. Oh, der hat eine Schatzkiste, oder? Er hat keine. Und Hund. Wuff, wuff. Verschlingerin der Befleckten. Ach, du hast wieder so ein Fleischermesser. Ja, komm her. Moin. Guck da, jetzt kann ich wieder nicht ausweichen. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ich kann nicht ausweichen. Siehst du, dieses Spiel ist einfach nur buggy. Dieses Spiel ist einfach nur buggy bis zum geht nicht mehr. Ich hasse sie. Uralter Drachendunkelspiel. Ja, danke. Aber habt ihr es gesehen? Ich konnte nur dieses Zurückweichen machen. Obwohl ich mich bewegt habe. Das ist genau dieser Bug, den ich hatte, als ich gekämpft hatte, wo ich dann, keine Ahnung, 8 Runen-Dinger verloren habe oder so. Genau das ist dieser Bug gewesen. Alter, das hat hier aufgehört einfach. Die Nachrichten stehen am falschen Ort. Achso, das kommt zweimal hier hin. Das macht einfach Umwege. Geiler als du. Da waren wir bei dem fetten Baum. Da haben wir schon alles gemacht. Da waren diese Wölfe. Aber sehr geil, dass wir einen Dunkeldrachenschmiedestein bekommen haben. Den können wir... Die ist einfach Licht. Symbol von Gott. Ja. Genau, hier ist einfach ein Lichtpoint. Weil da müsste irgendwo unser Lager sein. Genau. Ich bin echt froh, dass wir diese, dass wir Glauben 27 gemacht haben, weil diese Feuersäulen sind einfach geil. Die können Gegner ultimativ stunnen einfach. Zum einen. Okay, warum kann ich hier eine Asche benutzen? Aber nicht nur wegen dieser Krabbe hier. Oh, hi. Na doch, komm. Thank you.
macht Schlaf. Ich weiß nicht, was Schlaf. Schlaf ist so eine lächerliche Sache, ne? Sterbt ihr Scheißviecher. Oh, ich hab nur einen getroffen. Schön geröstet. So, aber das ist noch nicht alles. Okay, das Vieh muss das jetzt zerstören, wenn ich das richtig habe. Komm her. Und Leute, die macht das auch. Komm hier hin. Es geht auch schneller. Guck. Der ist auch ziemlich geil. Der Stärkere ist natürlich stärker. Asche. Sonst muss ich dich zurückschicken. Oh Leute, sie wird gefressen. Ich muss sie zurückschicken. Komm her. Das zerstören. Feuerstoß, so, ne? Komm, ihr werdet jetzt auch mal gerüstet. Das ist halt so geil, ne? Weißt du, der kleine, allein der kleine Feuerstoß ohne diese Aufladung macht schon so geilen Damage. Hat sich jetzt alles ein bisschen rausgezögert, leider. Wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Achso, hier war noch so eine. Da sind noch mehr Krabben. Ich sehe jetzt auch nicht, wo hier noch mehr von den Viechern sein sollen. Schwelende Schmetterlinge kann man mal mitnehmen. Die sind relativ wertvoll. Ach, da ist so ein Dungeon. Großer Lindwurm. Ja moin. Wie viel Damage machst du? Feuer wird bei dir wahrscheinlich nichts bringen, aber Gift vielleicht. Ja, geil. Ich
Kriegst du Damage? Ne, du kriegst noch kein Damage. Ja, jetzt countet es. Sehr gut. Ich habe keinen Mana mehr. Aua. Der Schaden ist gut. Dadurch, dass wir natürlich das Pferd benutzen dürfen, ist es natürlich einfacher. Also der hätte uns eigentlich oft treffen müssen, aber ich habe relativ gut ausgewichen. Ja. So, was bist du? Uralter Drachenschmiedestein brauche ich. Habe ich noch immer einen auf Reserve. Aber naja. Was soll's. So. Du Mistino. Ich habe noch 7 Flaschen. Schlüssel. Perfekt. Es war sehr gut, dass wir diesen Fluss so gelang gelaufen sind. ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns und zwar dieses ganze Gebiet und dann natürlich noch das Ding hier. Das wird richtig krank, glaube ich. Ja, Höhle der Verlorenen. Ah, hier ist die. Ich habe das schon mal gelesen irgendwo. Ja, hier ist ein Drache drin, natürlich. Wahrscheinlich fehlende Ausdauer. Wieso denn hier von Kopf? Ja, aber hier ist einfach mein gesamter Drache drin. Nö, das kann man mehr. Irgendwie glaube ich. Reise runter. Ja, genau, das dachte ich nämlich gerade auch. Also es geht bestimmt runter. Nein! Oh scheiße.
Gott sei Dank, dass wir das noch aktivieren dürfen. Weil ich will schon meine 354.000 Runen nutzen. Achso, ich mach mal direkt auf. Wir machen direkt. Damit wir direkt mehr pushen können. Ich hoffe, das reicht. So. 410k, es könnte reichen. Wir könnten aber auch noch ein paar Runen nutzen. Zählen. Paar tausend, 6000 könnten wir noch irgendwie hinkriegen. 5000. Ja, wir mussten zwar alle Runen benutzen, aber naja. So, damit haben wir es. Okay, geil. 2 Level-Ups. So, wie gesagt, ich muss Kondition mal auf 40 bringen. Das ist, glaube ich, gar nicht so scheiße. Der Rest ist mir eigentlich... Boah, das ist ja geil. Stärke bringt mir Waffenangriff überall. Geht das auch bei Geschick hoch? Nee. Es geht nur hier hoch. Dann gehe ich Stärke 21. Bei mir Damage auf R2 und R... Hallo, natürlich. Let's go. So, irgendwie glaube ich... Achtung, runter. Ja... Also entweder geht's hier runter oder irgendwie an der Decke. Aber ich kann hier dran lang laufen, ne? Ja. Ist das eine Eisschicht? Ja, guck mal hier. Das Ding geht da runter. Ah. Aber das ist an der Decke irgendwie, oder? Okay, es geht auf jeden Fall irgendwie runter. Ich würde ja schnarchen, deswegen. Kein Objekt voraus. Aber ich gehe trotzdem hier lang. Hier sind einige Viecher. Die einfach nur besiegen. Weißt du? Kein Objekt voraus. Was für ein Arschloch. Natürlich ist hier ein Objekt. Ist doch nur ein Frostfeld, aber ist ein Objekt. Den setze ich um. Scheiß auf. Kein Objekt. Nee, hier. Schlecht. Schau. Arschloch. Wenn man sich nicht gut umguckt, dann sagt man hier kein Objekt voraus. Vorsicht vor Gegnern. Ja, okay, den haben wir. Einer ist hier an der Seite noch. Schnarcht ein bisschen zu laut, meine Friends. Ich bin froh, dass es noch nicht runtergeht die ganze Zeit. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass wir irgendwie durch den Boden brechen, was wahrscheinlich auch irgendwo passieren wird. Da ist ein Item. Da ist eine Lilie. Hallo. Ich höre kein Geschnarche. Heldenrune 2, ja moin, ey. Okay, irgendwas stimmt hier aber nicht in dem Raum.
Hier ist es zu ruhig. Hier geht's noch rein. Hier höre ich auch nichts. Okay, hier geht's weiter. Aber ich weiß nicht, ob ich halt zurückkomme. Morgen noch Fahrt. Ja, leck mich. Okay, hier geht's auch runter. Ich muss erst den Stärksten erwischen. Das ist der da. Ja, ist beides so down. Okay. Wie gesagt, Grunbogen, geil. Ne? Die nutzen wir ja jetzt auch des Öfteren. Wir haben auch hier einen aktiv aktuell. Okay, hier war es das mit der Höhle. Hätte ich jetzt nicht gedacht tatsächlich. Aber naja. Gehen wir den geheimen Weg nach unten. Wenn man hochspringen würde. Oder besser gesagt, wenn das Spiel checken würde, dass ich Rennen drücke. Siehst du? Sag ich ja. So, da ist bestimmt tot. Wertvolles Objekt. Ah ja, jetzt sind wir tatsächlich unten. Ich muss die leider angreifen, weil die sind böse. Wenn die rot sind, greifen die an. Wenn die blau sind, greifen sie nicht an. Natürlich auch, wenn man ihre Feinde angreift. Ihre Feinde. Sound und Bully. Was heißt eigentlich Bully? Sound und Bully. Ja, okay, hier geht's runter. Da wollen wir natürlich nicht lang. Da ist der Drache, der so ein bisschen eingeschwanzt ist. Kein Pferd voraus. Okay. Sechsmal Frostfett. Brauche ich nicht, aber besser als nix. Item ist Item. Oh. Ein Boss ist Boss anscheinend. Ich heile mich mal direkt. Gehe auf die Asche. Hol mir einen Buff aufs Schwert. Reicht aber nicht mehr dafür. Aber ich mache noch den Assassinen-Schritt. Kein Mana mehr. Ja, okay. Großschwert der goldenen Ordnung.
Das hört sich tatsächlich interessant an, aber der Dungeon, ja, ist damit durch. Nice. Das heißt, wir haben den Lindwurm gemacht und seinen Dungeon, den er bewacht hat. Also fast bewacht hat. Alter, kommt da direkt dieses Scheißvieh. Ja, natürlich greift er mich an. Oder will er mich angreifen. Ich setze mich mal direkt hier ran. Dann ist es resettet. Höhle der Verlorenen, auch gemacht. Er hat auf jeden Fall eine geile Attacke drauf gehabt. Wo er sich so hingestellt hat. Das sah schon nice aus. Hätte ich nicht gedacht, dass wir einfach einen Bossfight machen und die Höhle direkt. Nice. Großschwert der goldenen Och. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns, sehen uns. Bis dahin. Haut rein und tschüss.